Beeindruckend und herzergreifend ist die Initiative des Güssingers Pascal Violo, der im September die Initiative gestartet hat. Karawane der Menschlichkeit hat er sie genannt und dieser Titel ist nicht übertrieben. Sein Spendenaufruf für die notleidenden Menschen auf Lesbos hat in kürzester Zeit Unterstützer von Güssing bis Hamburg gefunden. Schon Mitte Oktober ist der Reisefotograf dann mit Helferinnen und Helfern aus dem Burgenland in Richtung Griechenland aufgebrochen, mit 50.000 Euro an Geldspenden und 12 Tonnen Sachspenden im Gepäck. Ich bin hier im Lager Karatepe, dem neuen Lager, das von vielen auch das zweite Moria oder das neue Moria genannt wird. Dieses Handyvideo hat Pascal Violo nach seiner Ankunft im Flüchtlingslager auf Lesbos aufgenommen. Die Bedingungen hier sind einfach untragbar. Die Menschen bekommen nur ein Essen pro Tag, keine ausreichende medizinische Versorgung. Ohne der Hilfe von vielen Freiwilligen, von NGOs, ohne dem ging es den Menschen hier noch schlechter. Dazu gehört auch die Karawane der Menschlichkeit von Pascal Violo. Wieder daheim in St. Nikolaus bei Güssing zeigt uns der Reisefotograf Aufnahmen von der mehrwöchigen Hilfsaktion. Gemeinsam mit Sabrina Rupp-Barabas und 10 weiteren Helfern konnte die Karawane der Menschlichkeit 1 Dutzend Tonnen an Sachspenden verteilen. Nudeln, Windeln, Hygieneartikel, aber auch Schulsachen und Briefe von Güssinger Kindern an ihre Alterskollegen und Kolleginnen. Sogar diese Sessel im provisorischen Klassenzimmer kommen aus dem Burgenland. Die Kinder haben dort zunächst einmal keine Möglichkeit, Unterricht zu bekommen. Es sind aber sehr viele Lehrerinnen und Lehrer auch, die natürlich dort die geflüchtet sind und jetzt dort festsitzen und die dann unbedingt unterrichten wollen. Und die aber nichts haben. Obwohl es bis vor kurzem noch warm war auf Lesbos, haben Pascal Violo und Sabrina Rupp vor allem die Lebensverhältnisse in den Zelten schockiert. Es wohnen in einem Zelt, hat ungefähr, sag ich mal so, 10 Quadratmeter, 10 bis 12, viel mehr wird es nicht sein, wohnen bis zu 10 Menschen. Also 2 Familien immer, in der Mitte gibt es einen kleinen Vorhang. Beheizbar ist das alles nicht. Deswegen, der Winter kommt jetzt. Ich habe keine Ahnung, wir sitzen da mit dem Schal, ich weiß jetzt schon nicht, wie man da den Winter übersteht. Die beiden mussten hautnah erleben, wie ein Schulprojekt für Kinder und Jugendliche gewaltsam geschlossen wurde. Da haben 100 Polizisten um 6 in der Früh das Haus umstellt. Die Kinder haben natürlich Angst gehabt, nicht gewusst, was passiert, haben zu weinen begonnen und die wurden dann rausgetragen. Und das Projekt wurde geschlossen. Und zwar aus meiner Ansicht nach einfach nur, weil es den Leuten dort zu gut gegangen ist. Und es darf den Leuten nicht zu gut gehen, eben um dieses fürchterliche Abschreckungsszenario in aller Vehemenz zu schaffen. Bewegend für Pascal Violo war hingegen die Reaktion der Kinder auf die Briefe der Güssinger Schülerinnen und Schüler. Hallo, my name is Mustafa. Thank you, Marlene. Pascal Violo will mit seiner Karawane der Menschlichkeit weiterhin Helfer vor Ort unterstützen. 30.000 Euro gingen an Ärzte ohne Grenzen, rund 20.000 Euro an andere NGOs. Pascal Violo plant jetzt die nächste Reise. Gabi Schiller hat berichtet.